So bezieht sich Fels eben auf das Bekenntnis des Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das wird jetzt durch Petrus selber aus dem Alten Testament dargelegt. Vers 6. Denn es ist in der Schrift, das heißt im Alten Testament, enthalten. Jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Dass auch schon die Rabbiner früher im Judentum auf den Messias gedeutet haben. Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also die Rabbiner wussten schon früher, der Messias wird hier Eckstein genannt. In Zion, Zion ist der Tempelberg in Jerusalem. Erst in nachbiblischer Zeit, ab etwa 100 nach Christus, wurde ein Nachbarhügel Zion genannt. Darum nenne ich den Zion römisch 2 und den biblischen Berg Zion, Zion römisch 1. Der ist identisch mit dem Berg Moria, 1. Mose 22 und 2. Chroniker 3, Vers 1. Also, hier geht es um einen Eckstein auf dem Tempelberg, auserwählt, kostbar. Da wird also klar gemacht, was gemeint ist: Der Herr Jesus ist der lebendige Stein, Vers 4. Er ist der Eckstein auf dem Tempelberg. Also auch in 1. Petrus 2, Vers 4, lebendiger Stein, bei Gott auserwählt, kostbar. Das sind alles Anspielungen auf diese Stelle in Jesaja 28, wo der Messias Eckstein genannt wird. Und dann weiter, Vers 7. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. Dieser Stein ist ja kostbar. Den Ungläubigen aber, und jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 8, Vers 14. Der Stein, nein, zuerst aus Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das ist eine ganz interessante Stelle, weil im Aramäischen zur Zeit des Herrn Jesus hat der Ausdruck Bauleute, war der Ausdruck Bauleute eine Bezeichnung für Schriftgelehrte. Und darum hatte also dieses Wort damals in den Ohren der Klang: Der Stein, den die Schriftgelehrten verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Der Eckstein war ja im Altertum der wichtigste Baustein. Auf einem vorbereiteten Fundament, aus Fels natürlich, nur die Dummen bauten auf den Sand, Matthäus 7 am Schluss, da setzte man einen ersten Baustein auf. Und seine Position gab ja bereits zwei Mauerlinien an. Und so war das der Eckstein, nach dem alles andere ausgerichtet werden musste. Nun, Jesaja 28 macht klar, der Jesus sollte Eckstein sein für ein neues Gebäude, nach dem sich alles ausrichten muss. Aber Psalm 118 sagt, dieser Stein wird von den Schriftgelehrten verworfen werden. Das ist eben der verworfene Messias, der von den Führern des jüdischen Volkes abgelehnt wurde. Und er sollte aber Grundlage werden für ein neues Gebäude. Und jetzt kommt noch ein Zitat aus Jesaja 8, Vers 14. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Die Ungläubigen, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Also, für die Gläubigen ist der Herr Jesus der Stein, der Auserwählten kostbar ist. Für euch ist die Kostbarkeit. Aber für die Ungläubigen ist er der verworfene Stein und er ist noch mehr ein Stein des Anstoßes. Also ein Stein, über den man stolpert und dadurch zu Fall kommt. Und wenn man Jesaja 8 dort liest, von diesem Stein, dann wird dort erzählt, dass die Bewohner von Jerusalem werden zerschmettert werden, gefangen, weggeführt. Und so war schon aus Jesaja 8 klar, wenn der Messias kommt, wird er abgelehnt werden und dadurch wird es zu einer nationalen Katastrophe kommen. Eben zerschmettert, gefangen und so weggeführt.
Und Petrus sagt, die Ungläubigen, die stoßen sich an Jesus Christus, wozu sie auch gesetzt worden sind. Jetzt könnte man denken, aha, die sind dazu bestimmt worden, dass sie eben sich ärgern an Jesus Christus. Die Logik ist die, er sagt, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Wort stoßen. Jeder, der nicht das Evangelium annehmen will, der ist dazu gesetzt, dass er sich schließlich daran ärgert. Das ist also die Folge aus dem nicht sich bekehren wollen. Die führt dazu, dass jemand eben sich richtig ärgert und darüber zu Fall kommt. Jetzt ist noch etwas ganz besonders interessant. Da wird also vom Eckstein gesprochen. Aber schlagen wir mal auf, Jesaja 8, Vers 16 im Alten Testament. Da steht, darum so spricht der Herr, der Ewige. Sehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Eckstein. Und dann wird aber gesagt, wörtlich, ein Eckstein von festestem Fundament. Dieser Stein wird hier genannt Eckstein und Fundament von festester Gründung. Ja, aber das ist doch eigenartig, weil im Altertum war ja eben das Fundament und der erste Stein, der Eckstein, das waren zwei verschiedene Bauteile. Aber auf dem Tempelberg war das ausnahmsweise anders. Auf dem höchsten Punkt des Tempelberges befindet sich ein riesiger Fels. Heute in der Oma-Moschee, im Felsendom drin. Das war, wie die neuesten archäologischen Forschungen aus den 1990er Jahren gezeigt haben, das war der Ort, wo das Allerheiligste von Salomo gebaut wurde. Und zwar so, dass das Allerheiligste war direkt auf diesem Felsen gebaut. Und man sieht, die Südmauer, die war direkt auf den Felsen aufgelegt. Es gibt nämlich dort eine abgeplattete Region von 3,15 Meter Breite. Das entspricht genau 6 Königsellen, also 52,5 Zentimeter. Und in 2. Chroniker 3 wird gesagt, die Mauerdicke des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Aber nur die Südmauer hat eine Spur auf dem Felsen. Wo war dann die Nordmauer und die Westmauer? Die waren direkt entlang der steilen Böschung, der natürlichen steilen Böschung dieses Felsens. Und wenn man das so einzeichnet, also entlang dem Felsen, Westmauer, Nordmauer und auf dem Felsen, die Südmauer, dann gibt es von Mauer zu Mauer exakt 20 Königsellen. Also 20 mal 52,5 Zentimeter. Ja, aber in 2. Chroniker steht, dass das Allerheiligste des Salomo-Tempels war 20 mal 20 Ellen. Jetzt kann man da ein Quadrat vervollständigen, dann weiß man genau, wo der Scheidevorhang durchging. Und dann sieht man ganz zentral eine rechteckige Vertiefung, die schön parallel verläuft zu den Mauerlinien. Und zwar mit einer Grundfläche von 1,5 auf 2,5 Ellen. Das sind genau die Maße der Bundeslade. Und in 2. Chroniker 8 steht, dass Salomo einen Ort eingerichtet hat, im Sprachort, im Allerheiligsten, um dahin die Lade des Bundes zu setzen. Also wir haben genau die Spur, heute noch sichtbar, von der Bundeslade im Allerheiligsten dort vor Augen. Ja, und jetzt sehen wir, dieser Fels war das Fundament, denn die Südmauer war ja auf ihm aufgelegt. Aber gleichzeitig war dieser Fels der Eckstein, denn die Westmauer des Allerheiligsten und die Nordmauer waren genau entlang seiner natürlichen Position gebaut. So vereinigt er Eckstein und Fundament in einem. Und
Genau das ist ja, was wir hier haben. Der Herr Jesus ist dieser kostbare Eckstein und er ist gleichzeitig das Fundament. Und das bestätigt jetzt auch wieder in Matthäus 16, ist der Herr Jesus der Fels, auf dem die Gemeinde aufgebaut wird. Und jetzt schauen wir noch etwas ganz Schönes. Hier in 1. Petrus 2, Vers 8 heißt der Herr Jesus ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das Wort für Fels des Ärgernisses ist Petra, des Ärgernisses. Petrus nennt den Herrn Jesus Petra, Fels, und sich selber bezeichnet er im ersten Vers des Briefes als Petros, ein Stein. Aber der Herr Jesus wird ja auch genannt lebendiger Stein. Da benutzt Petrus ein neutrales Wort. Ich habe das hier bei den Besonderheiten aufgeführt. Dort benutzt er das Wort Lithos. Und er sagt, auch die Gläubigen nennt er Lithos, lebendige Steine. Übrigens, das kennen wir von Lithografie. Ja, ursprünglich hat man das eben auf Steine gemacht, diese Druckvorlagen. Darum Litho, Stein, Einzeichnung, heißt Lithografie. Ja, Lithos. Und mit diesem neutralen Wort kann also Petrus sowohl den Herrn Jesus bezeichnen, den Eckstein, der aber gleichzeitig ein Fels ist. Denn dieser Felsbrocken in der Oma-Moschee heute, das ist nicht ein Steinchen, ja? Eben, man kann ihn bezeichnen als Fels, Petra, oder man kann ihn auch bezeichnen als Stein. Die Rabbiner haben diesen Felsen im Talmud immer bezeichnet als Even Shetia. Das ist der Grundstein. Eben weil er Fundament war. Aber sie bezeichnen ihn auch als Stein. Nun also wird klar, der Herr Jesus ist die Petra. Dieses Fundament, das aber gleichzeitig auch Eckstein ist. Und nun, die Gemeinde ist nach diesem Urbild in Jerusalem gebaut. Nach dem Herrn Jesus muss sich alles ausrichten. Nicht wir können Statuten machen, so und so, sondern wir müssen alles ausrichten nach dem Herrn Jesus. Und er selber ist das Fundament, auf dem alles ruht, auf dem alles gründet. Jetzt kommt Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Hier spielt Petrus an auf Hosea 1, wo Gott zu seinem Volk, seinem auserwählten Volk sagt, wegen eurer Untreue und eurem Götzendienst will ich euch nicht mehr als mein Volk. Ihr seid Lo Ami, nicht mein Volk. Und so wurde in Folge von Hosea, wird Israel nicht mehr gesehen als das Volk Gottes, sondern als ein Volk, das Gott auf die Seite gestellt hat. Nicht mein Volk. Aber dort in Hosea steht, dass in der Endzeit einmal wird die Zeit kommen, wo Gott dieses Volk, das er auf die Seite gestellt hat, wieder bezeichnen wird als mein Volk, Ami. Aber jetzt damals, als der Petrus den Brief schrieb, da war Israel, das jüdische Volk, immer noch Lo Ami. Und darum gab es auch keine Bundeslade mehr im zweiten Tempel im Allerheiligsten. Die Bundeslade war ja das Zeichen des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Aber die fehlte im zweiten Tempel. Das Zeichen, das zeigte, das ist mein Volk, fehlte. Das war nur im ersten Tempel da. Und jetzt sagt Petrus diesen Juden, ihr wart einst nicht ein Volk, Lo Ami, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Dadurch, dass diese Juden sich bekehrt hatten, zum Glauben an den Messias kamen, gehören sie jetzt zum himmlischen Volk Gottes. Natürlich zusammen mit allen Nichtjuden, die sich auch bekehrt haben.
Und so kann er ihnen sagen, ihr wart einmal nicht ein Volk Gottes, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Ihr hattet einst nicht Barmherzigkeit empfangen, wie das in Hosea 1 steht, aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit empfangen. Also er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Vers 9. Jetzt ist noch wichtig, in Vers 5 haben wir gelesen, ein heiliges Priestertum. Und dann Vers 9, ein königliches Priestertum. Das sind zwei verschiedene Seiten. Was tut das heilige Priestertum? Anbeten. Um dazu bringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Was tut das königliche Priestertum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist das, nicht das Reden zu Gott, wie bei der Anbetung, sondern das ist das Reden zu den Menschen von Gottes Herrlichkeit. Das ist die Aufgabe der Evangelisation. Also wichtig ist, die Gemeinde hat die Aufgabe, Gott zu dienen in der Anbetung, und die Gemeinde hat die Aufgabe, den Menschen zu dienen in der Evangelisation, in der sie die Größe und Herrlichkeit Gottes den Menschen mitteilen. Das sind also diese beiden Seiten. Man darf nicht eine Seite überbetonen gegenüber der anderen. Das muss eben ausgeglichen sein. Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid. Das war ganz wörtlich für sie, oder? Aber für uns ist es eben insofern wahr, obwohl wir einen Nationalpass haben, sind wir eben doch eigentlich Fremdlinge, die ihr eigentliches Bürgertum im Himmel haben. Dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche gegen die Seele streiten, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, auf dass sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also er sagt, ihr müsst euer Leben hier auf der Erde, müsst ihr so gestalten, dass euer Wandel in den Augen der ungläubigen Menschen um euch herum ehrbar ist. Und das soll zur Folge haben, wenn einmal der Tag der Heimsuchung kommt, das ist, wenn der Messias kommt als der Richter der Welt, dass die ungläubigen Menschen dann sagen müssen, ja, eigentlich waren das eben nicht komische Leute, sondern die haben wirklich so gelebt, wie Gott das will. Vers 13. Unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn oder dem Statthalter als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lobe derer, die Gutes tun. Denn also ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Jetzt spricht Petrus über unser Verhalten in dieser Welt. Vers 11 und 12, das Verhalten allgemein gegenüber den Ungläubigen um uns herum. Jetzt ab Vers 13 bis 15 über unser Verhalten gegenüber der Regierung, der wir unterstellt sind. Und er sagt, unterwerft euch nun aller menschlichen Einrichtung um des Herrn willen. Kann unterstreichen, menschliche Einrichtung. Das heißt, dass die Einrichtungen nicht immer 100% sind, weil sie menschlich sind. Das heißt, es gibt Stellen auf den Straßen, wo man sagen muss, also wenn man sich ein bisschen überlegt, könnte man da ohne Problem 20 Stundenkilometer schneller fahren. Aber es sind eben menschliche Einrichtungen und Petrus sagt, unterwerft euch den menschlichen Einrichtungen, nicht weil sie so toll sind, sondern um des Herrn willen. Also zu seiner Ehre. In Titus 3 wird gesagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterwerfen, um dort eigentlich um des Zeugnisses willen. Und in Römer 13 wird gesagt, um des Gewissens willen. Dass wir eben nicht ein schlechtes Gewissen haben müssen.
Und dort wird auch gesagt, eben, dass man das nicht nur einfach wegen der Strafe machen soll. Es gibt manche, die gehorchen, weil sie wissen, da muss ich so viel bezahlen. Aber Römer 13 zeigt, das soll eigentlich nicht die Motivation sein, um der Regierung zu gehorchen, weil man bezahlen muss, sondern eben um des Gewissens willen, um des Zeugnisses willen und hier um des Herrn willen. Und man bedenke, der König damals als Oberherr, das war der Kaiser von Rom. Und zwar zu der Zeit, ich habe das aufgeführt bei Zeit und Ort der Abfassung, die inneren Hinweise im ersten Petrusbrief zeigen, dass der Brief geschrieben wurde in der Zeit von etwa 63, 64 nach Christus, als es bereits gewisse Christenverfolgungen gab zur Zeit von Nero. Wir kommen darauf in Kapitel 4, Vers 12. Das war ein so schlimmer Mensch. Später zum Beispiel schreibt, ich glaube, das war Tertullian, der schreibt, Nero hat die Christen verfolgt. Und das ist eigentlich eine Ehre. Weil alles, was dieser Mensch verfolgt hat, das war gut. Also, er sagt, das war eine Ehre. Wenn man unter Nero verfolgt wurde, das zeigt eigentlich, dass das Christentum etwas Gutes sein muss. Denn der hat alles Gute gehasst. Und so wird aber hier trotzdem gesagt, man soll sich dieser Obrigkeit unterwerfen, dem Statthalter auch unterwerfen als tiefer Beamter im Reich. Und es wird doch gesagt, allgemein haben selbst diese verdrehten Regierungen doch die Auswirkung, dass sie im Allgemeinen Übeltäter bestrafen und Gutes belohnen. Also es war selbst unter Nero nicht so, dass Mörder im Allgemeinen gut geheißen waren und Räuber und Diebe gut geheißen waren. Selbst eine verdrehte Regierung führt doch im Allgemeinen dazu, dass Böses bestraft wird und Gutes belohnt wird. Ja, vor einiger Zeit hat ja eine Journalistin in Deutschland gesagt, dass es auch gewisse Dinge gab im Hitlerreich, die eigentlich ganz in Ordnung waren. Ja, sogar in einer so perversen Regierung war es noch möglich, dass gewisse Dinge waren staatlich in Ordnung. So verliert man die Stelle beim Radio oder beim Fernsehen, aber da ich ja beides nicht zu befürchten habe, kann ich das schon sagen. Vers 15 haben wir gesehen, es ist der Wille Gottes, dass wir durch unser Handeln, das nennt Petrus hier, Gutes tun, die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringen. Und das war ihm wichtig, dass auch das Römische Reich sah, Christen sind nicht gefährlich für die Stabilität des Staates. Man muss keine Revolution von ihnen befürchten. Die unterwerfen sich dem Staat. Es gibt Ausnahmen. Wenn der Staat etwas fordert, das gegen den Willen Gottes geht, dann gilt Apostelgeschichte 4 und 5. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber es sind nur Ausnahmen. Kein Staat muss sich fürchten vor diesen Ausnahmen. Auch die Sowjetunion hätte sich nie fürchten müssen vor den Christen. Die waren zu keinem Moment waren die gefährlich. Aber sie haben gewusst, versammeln dürfen wir uns, auch wenn die Regierung sagt, das darf man nicht. Denn die Bibel fordert, dass die Gläubigen zusammenkommen. Die Kinder im Glauben unterweisen, das dürfen wir, auch wenn der Staat es verbietet, weil die Bibel uns das so lehrt. Aber da, wo es sonst um Ordnungen gab, da haben sich die sowjetischen Christen dran gehalten. Vers 16. Als Freie und die nicht die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Knechte Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Auch da sehen wir, absolut ungefährlich. Sogar dieser schlimme Nero musste seine Ehre bekommen als Staatschef. Vers 18, ihr Hausknechte seid den Herren unterwürfig, in aller Furcht, nicht allein den Guten und Gelinden, sondern auch den Verkehrten. Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er ungerecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet?
Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Jetzt spricht er also die Gläubigen an, die Knechte bzw. Sklaven waren. Und er sagt, auch diese Herren haben nichts zu befürchten. Als Christen müsst ihr da in eurer Arbeit treu sein. Und zwar nicht nur bei den Guten und Gelinden, die gab es auch. Es waren nicht alles nur tyrannische Sklaventreiber. Aber er sagt auch bei denen, die mehr als schwierig waren, die Verkehrten. Also Petrus ruft nicht auf zu einer Revolution, einer sozialen Revolution, dass das Sklaventum eben auf die Art abgeschafft wird, dass die Sklaven sich erheben. Nein, er sagt, ihr müsst die Situation akzeptieren. Aber wir können also alle diese Stellen, die so sprechen über Knechte und ihre Herren, die können wir übertragen auf das Berufsleben. Also wie wir im Berufsleben, man kann es auch übertragen auf die Schule, überall dort, wo wir jemandem, der über uns gestellt ist, Gehorsam schulden, in einer solchen Situation stehen. Zum Zeugnis. Und eben hier wird gesprochen über Beschwerden ertragen, Vers 19, um des Gewissens vor Gott willen. Ungerecht leiden. Und er sagt, es ist ja nichts Besonderes, wenn ihr leidet, weil ihr eben sündigt. Also hätten solche Sklaven hätten ja ausrufen und toben und wüten können, oder? Und dann wären sie noch viel mehr verhauen worden. Aber Petrus sagt, das ist ja nichts Besonderes, wenn ihr dann leiden müsst. Die werden verhauen. Nein, ihr müsst eben bereit sein, auch ungerecht zu leiden, als Zeugnis für Gott. Also im ganzen Abschnitt geht es um den Wandel auf dieser Erde. Und jetzt wird der Herr Jesus als Beispiel vorgeführt. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, welche keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund erfunden. Das sind alles Anspielungen auf Jesaja 53. Dort wird vom Messias gesagt, dass er eben, dass er keine Sünde tat, kein Trug in seinem Mund erfunden wurde. Der Gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet, welcher selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, auf das wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Und jetzt spielt er wieder an auf Jesaja 53, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Und wieder auf Jesaja 53 spielt er an, denn ihr ginget in der Irre wie Schafe. Dort steht, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Also der Herr Jesus ist das Beispiel für Leiden. So wie er gelitten hat als der Vollkommene, so gehen auch Gläubige durch Leiden hindurch und sie denken dabei, wie der Herr Jesus das gemacht hat. Da können wir in den Evangelien lesen, wie hat er reagiert auf die Ungerechtigkeit der Menschen. Und so können wir immer von ihm lernen. Übrigens, Hirt und Aufseher eurer Seelen, ist hier ein Name des Herrn Jesus. Seelen ist natürlich das Wort Psyche. Hier wird der Herr Jesus genannt, der Hirte und Aufseher unserer Psychen. Ja, viele Gläubigen denken, der Psycholog, das ist der Aufseher meiner Psyche. Aber der Herr Jesus wird hier genannt, der Hirte und Aufseher unserer Psyche, unserer Seele. Das kann auch eine Hilfe sein, wenn man auf diesem Gebiet Nöte hat. Dann kommt Kapitel 3, jetzt nicht mehr das Verhältnis gegenüber einem Vorgesetzten, sondern das Verhältnis in der Ehe. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig, auf dass, wenn auch etliche dem Worte nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben.
Es werden die Frauen angesprochen, wie sie ein Zeugnis sein können als Ehefrauen. Und da wird auch gezeigt, dass es die Schwierigkeit gibt, dass es Männer gibt, die dem Wort nicht gehorchen. Das ist nicht, das betrifft natürlich nicht nur die ungläubigen Ehemänner. Nicht mal auch in 1. Korinther 7 sehen wir, da sind korinthische Leute zum Glauben gekommen, aber nicht unbedingt beide Ehepartner, sondern nur die Frau oder der Mann. Und dann wird dort in 1. Korinther 7 gezeigt, wie man dann handeln soll. Dass man als Gläubiger nicht ein ungleiches Joch eingehen darf mit einem Ungläubigen oder einer Ungläubigen, das wird klar gelehrt als Gebot in 2. Korinther 6. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Gemeinschaft hat Licht und Finsternis? Das geht nicht. Aber wenn jemand doch einen Weg des Ungehorsams gegangen ist, oder eben, wenn jemand erst später zum Glauben gekommen ist. Und da gibt es eben die Situation, Männer, die nicht dem Wort gehorchen. Aber es kann auch sein, dass ein Ehemann gläubig ist und trotzdem nicht bereit ist, sich Gottes Wort zu beugen. Das ist sehr schwierig für eine Frau. Und hier wird gesagt, die sollen nicht dauernd sprechen und reden. In einer solchen Situation möchte man am liebsten so viel reden, bis der andere im Redeschwall erstickt ist, in seinem Ungehorsam. Aber hier sagt Petrus, durch euren Wandel, ohne Wort, gewonnen. Also die haben bestimmt schon alle genug gesprochen. Und dann kommt die Zeit, wo man einfach schweigen muss, beziehungsweise eben einen Akzent darauf legt, ohne Wort durch den Wandel gewinnen. Und da wird gesprochen, indem sie euren in Furcht, das heißt in Gottesfurcht, keuschen Wandel angeschaut haben. Keusch heißt auch rein und speziell mit dem Akzent im Zug auf das Sexuelle. Also das zeigt auch, wie wichtig es ist, was die Kleidung anbetrifft. Gerade dort kommt ja bei der Frau und auch bei der Ehefrau eben das Keusche zum Ausdruck. Und natürlich könnte jemand sagen, ja, aber ich habe einen Mann, einen ungläubigen Mann, der will, dass ich mich so und so kleide. Aber die Bibel sagt, man soll ihn gewinnen mit dem keuschen Wandel. Also es geht ihm nicht, dass man da Kompromisse macht und meint, dadurch würde man den Mann gewinnen. Sondern der Mann sieht ja eigentlich, aha, die Frau will wirklich ganz reserviert sein für mich und nicht für andere, für die Öffentlichkeit. Also, indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben, deren Schmuck sei nicht der auswendige durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Denn also schmückten sich auch die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Hier wird nicht gesagt, die Frauen sollen sich nicht schmücken, sondern es wird gesagt, was der Schmuck ausmachen soll. Oder er sagt nicht, die keinen Schmuck haben, sondern deren Schmuck sei nicht der Auswendige, sondern der verborgene Mensch des Herzens. In dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Also hier geht es um den inneren Wert einer Frau. Es ist auch nicht so, dass diese Stelle sagt, man dürfe die Haare nicht flechten, also man dürfe keine Zöpfe machen. Aber hier wird gesagt, deren Schmuck soll nicht darin bestehen. Ich weiß, es gibt Leute, die können die Haare so flechten, dass wenn man eine Person zum ersten Mal sieht, dann sieht man nur das. Die haben etwa 1000 Zöpfe oder Flechten. Das macht dann wirklich so im Äußeren, das macht den Schmuck dieser Person aus. Das ist das, was zwingend ins Auge fällt. Und wenn etwas so ins Auge sticht, dann wird das Auge auch abgelenkt von dem, was eigentlich der innere, verborgene Schönheit einer Person ist.
Und darum sage ich, das soll, der Schmuck soll der verborgene Schmuck sein. Der soll also nicht durch einen äußeren Schmuck überfremdet werden. Das ist der Punkt. Hier steht, sich nicht schmücken durch Anziehen von Kleidern. Aber Kleider muss man ja anziehen. Ist ja klar. Aber es soll nicht die Kleider den Schmuck der Person ausmachen. Und da merkt man, es geht um das Maß. Das ist genau das Gleiche in 1. Petrus 2, Vers 8 und 1. Timotheus 2, Vers 8 und folgende. Dort geht es auch nicht um ein absolutes Verbot von Schmuck, sondern es geht auch dort wieder um das Maß. Und das ist in jeder Kultur so. Es gibt natürlich Italiener zum Beispiel haben ein anderes Empfinden für Schmuck als, sagen wir, Deutsche. Um ein bisschen neutral zu sein. So zwischendurch. Aber es gibt in jeder Kultur gibt es ein Maß und ein Übermaß. Und Petrus zeigt eben, der Akzent soll sein auf diesem Verborgenen. Darin soll die Schönheit zum Ausdruck kommen. Und es ist tatsächlich so, es gilt das Gesetz der Inflation. Wenn eine Frau übergoldet ist und übersilbert und dann auch noch Kitsch, das erniedrigt den Wert, den inneren Wert. Das ist einfach so. Und das will Petrus hier betonen, dass dieses Zeugnis, dieser innere Schmuck der Person, welcher vor Gott sehr köstlich ist, der soll zum Ausdruck kommen. Merken wir, wie das Wort köstlich ständig vorkommt im Petrusbrief. Ich habe das ja hier zusammengestellt bei den Besonderheiten. Der letzte Punkt, kostbare Dinge. Im 1. Petrusbrief, 1 Vers 7, da haben wir die kostbare Bewährung des Glaubens gehabt. 1 Vers 18, das kostbare Blut Christi. In 2 Vers 4, der kostbare lebendige Stein. 2 Vers 6, der kostbare Eckstein. 2 Vers 7, die Kostbarkeit des Ecksteins für die Gläubigen. 3 Vers 4, der kostbare verborgene Mensch des Herzens. Der unverwesliche Schmuck des sanften und stillen Geistes der gottesfürchtigen Frauen. Und das geht im zweiten Brief weiter. 2. Petrus 1,1 spricht Paulus von dem kostbaren Glauben und in 1 Vers 4 von den kostbaren Verheißungen. Und woher hat Petrus dieses Lieblingswort kostbar? Aus Jesaja 28, Vers 16. Das zitiert er ja in 2 Vers 6. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten, kostbaren. Der Ausdruck kommt aus dem Alten Testament und sehen wir, das Alte Testament hat den Sprachgebrauch von Petrus so geprägt. Und überall sieht er kostbare Dinge. Ja, und dann sagt Petrus, und übrigens ein Vorbild für gläubige Frauen, das sind die heiligen Frauen im Alten Testament. Und dazu gehört zum Beispiel Sarah, ausdrücklich. Und Sarah war ja ungewöhnlich schön. Das muss ein Phänomen gewesen sein, weil die Rabbiner in der rabbinischen Literatur, die sprechen immer wieder davon, von der Schönheit von Sarah. Und es war ja so, als Abraham mit Sarah nach Ägypten hinunterging, 1. Mose 12, da sagt er ihr, du musst sagen, dass du meine Schwester seist, weil die Ägypter werden sehen, dass du eine schöne Frau bist. Und dann werden sie mich töten. Und dabei war die Frau 65 damals. Pensionsalter! Und er hatte Angst. Und tatsächlich, der Pharao in Ägypten, dieser Pharao aus dem Alten Reich, wollte Sarah heiraten. Und er war dann entsetzt, als er rauskam, Sarah ist ja verheiratet, ist ja gar nicht einfach die liebe Schwester. Und er hat sie zurückgegeben. Also, schon noch beeindruckend. Und jetzt wird im Petrusbrief gerade gesagt, diese Sarah ist ein Vorbild für die gläubigen Frauen, die eben diesen verborgenen Schmuck haben. Und da erwähnt er nicht Sarah, weil sie so übergoldet gewesen wäre. So extrem, oder? Sondern als wirkliches Beispiel für heilige Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten. Übrigens, Abraham hat einen Fehler gemacht. Er sagt in 1. Mose 12, siehe, du bist ein Weib, schön von Ansehen. Es wird geschehen, wenn die Ägypter und so weiter. Wenn man weiterliest, heißt es,
Und die Ägypter sahen, dass die Frau sehr schön war. Und das ist schon wichtig, dass Männer ihren eigenen Frauen sagen, nicht, dass sie schön sind, sondern dass sie sehr schön sind, weil sonst werden das die anderen sagen. Und das ist dumm. Das sollte der Mann sein, der die besten Komplimente gibt. Und nicht die anderen. Ja, und dann heißt es in Vers 6, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Jetzt kommen die Männer dran. Es geht immer noch um das Thema Wandel in dieser Welt, ein Zeugnis sein in dieser Welt des Leidens. Ihr Männer, gleicherweise, wohnt bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß. Durchschnittlich haben Frauen 70% der Körperkraft eines Mannes. Natürlich, es gibt solche, die haben, machen Militärdienst und so, die kriegen dann mehr. Aber es ist objektiv so, auch wenn die Feministinnen das einfach nicht akzeptieren wollen, es sind ganz klare Unterschiede da. Und Männer sollen eben das wissen. Und wenn sie es manchmal vergessen, dann sagt es die Frau schon. Ab und zu. Ihr Männer, gleicherweise wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend. Also das wohnet bei ihnen, das umschließt natürlich auch die Sexualität, wo immer wieder beachtet werden muss, diese Rücksichtnahme, schwächere Gefäß, das weibliche, ihnen Ehre gebend. Also die Bibel sagt ganz klar, Frauen sollen geehrt werden. Wir müssen nicht warten, bis die Feministinnen das herausgefunden haben. Das haben wir schon längst in der Bibel gelesen. Und da wird er weiter erklärt, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Also Ehemänner müssen wissen, wenn sie im Streit mit ihrer Frau leben oder ungelösten Konflikten, dann hat das einen Einfluss auf Gebetserhörung. Gebete werden verhindert. Aber man muss es so verstehen, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden, also die Gebete der Männer, aber natürlich zusammen mit den Frauen, den Ehefrauen. Also das gemeinsame Gebet ist absolut unabdingbar für eine Ehe. Wenn Ehepaare nicht zusammen beten können, dann ist garantiert ein Problem vorhanden. Ein schwerwiegendes. Aber das kann man lösen, indem man zusammen betet. Und natürlich, das braucht Vertrauen. Und da wird er weiter erklärt, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Also Ehemänner müssen wissen, wenn sie im Streit mit ihrer Frau leben oder ungelösten Konflikten, dann hat das einen Einfluss auf Gebetserhörung. Gebete werden verhindert. Aber man muss es so verstehen, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden, also die Gebete der Männer, aber natürlich zusammen mit den Frauen, den Ehefrauen. Also das gemeinsame Gebet ist absolut unabdingbar für eine Ehe. Wenn Ehepaare nicht zusammen beten können, dann ist garantiert ein Problem vorhanden. Ein schwerwiegendes. Aber das kann man lösen, indem man zusammen betet. Und natürlich, das braucht Vertrauen. Ja, das soll man ja haben in der Ehe. Weil beim Beten öffnet man sich oft sogar noch mehr als so im Gespräch. Da kommen wirklich tiefste innere Dinge zum Ausdruck. Und jetzt kommt eine Zusammenfassung. Ein Abschluss ab Vers 8. Endlich aber. Jetzt kommen so allgemeine Ermahnungen, die alles bisherige abschließen. Der Brief ist noch nicht fertig, aber wir werden gleich sehen, der erste Zyklus des Briefes ist fertig. Endlich aber, seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet,
weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen ererbet. Und jetzt wird das Ganze belegt mit einem Zitat aus Psalm 34. Ja, Psalm 34 kennen wir, ja? Seht und schmecket, dass der Herr gütig ist. Da wurde ja schon angespielt in Kapitel 2. Und jetzt kommt ein ausführliches Zitat ab Vers 10 bis 12. Das ist Psalm 34, Verse 13 bis 17. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, wer möchte das nicht? Ein gutes Leben haben ohne Leiden. Ja, jetzt gibt es ein Rezept. Und das in einem Brief, der so ausgesprochen über Leiden spricht. Das ist interessant. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, was muss man machen? Der enthalte seine Zunge vom Bösen. Und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist wider die, welche Böses tun. Und jetzt erklärt Petrus, und wer ist, der euch Böses tun wird, wenn ihr Nachahmer des Guten geworden seid? Also es ist wirklich so, wenn wir diese Dinge einhalten, also nicht böse reden, nicht lügen, andere belügen. Wenn wir uns vom Bösen abwenden, Gutes tun, den Frieden suchen, ihm nachjagen und ein Gebetsleben führen, dann hat das Auswirkungen, wie es uns geht. Und es ist wirklich so, wenn ein Mitarbeiter in der Firma so lebt, dann hat im Allgemeinen die Mitarbeiter, die anderen, die schätzen das. Und das führt im Allgemeinen dazu, dass es einem recht gut gehen kann. Und so sehen wir, der erste Petrusbrief lehrt, es kommt darauf an, wie wir leben. Wir können viele Leiden im Leben können wir vermeiden durch biblischen Lebenswandel. Aber das ist jetzt nicht ein Rezept und so geht es einem immer gut. Jetzt sagt Petrus, aber, ich war, manchmal werde ich kritisiert, wenn ich etwas sage und dann sage ich aber, ja? Die Bibel sagt auch immer wieder aber. Hier zum Beispiel, aber wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Also, wenn es halt dann doch sein soll, dass wir für das, was wir gerecht leben, trotzdem leiden müssen, denn das erleben wir auch. Es gibt Leute, die stehen zum Herrn und wollen seinen gerechten Weg gehen und dann kann das negative Folgen haben. Also es ist nicht so, dass man durch richtig Leben, dass es einem immer nur gut geht, aber es ist doch eine allgemeine Regel, dass es jemandem dann gut geht. Also wenn jemand freundlich ist, umgänglich mit den Menschen, hat das einfacher als jemand, der ständig mürrisch reagiert. Aber es ist nicht eine sichere Sache ohne Ausnahmen. Es gibt ein Aber. Und dann sagt Petrus, ihr seid aber überglücklich, wenn das so ist, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leiden müsst. Denn da könnt ihr gerade ein Zeugnis sein, wie wir früher gesehen haben. Und jetzt sagt Petrus weiter, er zitiert aus Jesaja 8. Oh, das kennen wir schon. Wir haben im Kapitel 2 von dem Fels des Ärgernisses gelesen. Und da steht, fürchtet aber nicht ihre Furcht, noch seid bestürzt, sondern heiliget Christus den Herrn in euren Herzen. Im Zusammenhang geht es darum, wir sollen nicht das fürchten, was die ungläubigen Menschen fürchten, sondern wir sollen unseren Blick haben auf den Herrn, auf Christus. Und ihm den ersten Platz im Herzen geben. Und jetzt sagt Petrus weiter, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, wegen der Hoffnung, die in euch ist. Aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zu Schanden werden, welche euren guten Wandel in Christus verleumden.
Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes zu leiden, als für Böses tun. Jetzt sagt ihr, ihr müsst immer bereit sein zur Verantwortung. Verantwortung hier ist das Wort Apologia. Apologie ist zum Beispiel eine Verteidigungsrede. Wenn ein Angeklagter vor Gericht sich verteidigen muss, dann hält er eine Apologie. Und hier sagt Petrus, wir müssen unseren Glauben erklären können, darlegen können gegenüber den Menschen, die uns fragen. Nicht wahr? Es gibt beim Zeugnis die Möglichkeit, dass wir auf Menschen zugehen, solche, die uns gar nicht gefragt haben, etwas zu hören. Das braucht es auch. Wenn wir warten, bis die Leute zu uns kommen, dann können wir manchmal ganz lange warten. Aber es gibt doch die Leute, die kommen. Und die sagen, warum lebst du so? Warum? Und dann sagt er, dann müsst ihr Rechenschaft ablegen können über die Hoffnung eures Glaubens. Aber tut das mit Sanftmut und Furcht. Also nicht, indem ihr die Leute runtermacht. Habt dabei Gottesfurcht. Ihr müsst es so tun, damit ihr ein gutes Gewissen dabei habt. Und so, dass die Leute, die gegen uns reden als Christen, dass sie beschämt werden. Wenn sie die Wahrheit hören, warum wir als Christen so denken, warum wir als Christen so handeln. Aber diese Bereitschaft ist ganz wichtig. Und darum ist es auch wichtig, dass wir uns Mühe geben, zu lernen, wie kann ich den christlichen Glauben erklären, begründen anderen gegenüber. Und es gibt Leute, die denken, ja, da muss ich jahrzehntelang studieren. Nein, man lernt das, indem man es macht. Das ist einfach so. Im Schwimmen lernt man auch, indem man es einfach mal macht. Und so ist es auch, eben den Glauben erklären, muss einfach machen. Und nächstes Mal wird es noch besser. Und dann sieht man, aha, dort hätte ich das eigentlich so sagen müssen, dann wird es nächstes Mal noch besser. Ja, und jetzt sind wir hier, nach diesen allgemeinen Erklärungen, Ermahnungen, sind wir am Ende des ersten Teiles des Petrusbriefes. Schauen wir uns mal die Grobstruktur an auf dem Blatt. Da habe ich geschrieben, dass der Petrusbrief besteht aus zwei Zyklen, aus zwei Teilen. Und diese Teile entsprechen der Tora, den fünf Büchern Mose. Jetzt zeige ich das ganz kurz. Da hatten wir doch die Verse 1 bis 12. Das ist ein Abschnitt für sich, nach der Begrüßung. Und dieser Abschnitt entspricht dem ersten Buch Mose. Dann kommen die Verse 13 bis 25, das entspricht dem zweiten Buch Mose. Und dann Kapitel 2, 1 bis 10, das entspricht dem dritten Buch Mose. Ich erkläre. Im ersten Abschnitt ging es doch darum, um das Leben aus Gott. Gott hat uns wiedergeboren. Es ging um das Erbteil, dieses unverweltliche Erbteil im Himmel. Es ging um die Glaubensprüfung, wie Gold im Feuer. Und es ging um den Messias, den die Propheten angekündigt hatten. Nun, im ersten Buch Mose sehen wir, wie Gott Adam das Leben einhaucht. Da wurde eine lebendige Seele. Im ersten Buch Mose sehen wir, wie Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißt, das Land Kanaan als Erbteil zu geben. Und in 1. Mose 22 haben wir das Kapitel über die Glaubensprüfung, wo Abraham aufgerufen wird, Gott seinen Sohn Isaak darzubringen. Und ständig an Abraham, Isaak und Jakob wird angekündigt, dass von ihnen wird einmal der verheißene Erlöser abstammen. Das sind genau wesentliche Grundelemente im ersten Buch Mose. Dann, der nächste Abschnitt, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eure Gesinnung. Im zweiten Buch Mose wurden die Israeliten aufgerufen, sie sollen sich gürten, den Stock in die Hand nehmen und das Passahlamm in Eile essen, denn sie müssen bereit sein, um in dieser Nacht aufzubrechen. Und hier in diesem Abschnitt haben wir, indem ihr wisst, dass ihr nicht erlöst worden seid mit Silber oder Gold, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Bereit zum Aufbruch, das kostbare Blut des Lammes. Und dann das dritte Buch Mose zeigt, Israel ist ausgezogen aus Ägypten und dann mussten sie ja die Stiftshütte, den transportablen Tempel bauen und danach rief Gott, 3. Mose 1, Vers 1, aus dem Tempel, aus der Stiftshütte und er sagt, wenn jemand mir ein Opfer bringen will,
Dann wird das Brandopfer erklärt, das Speisopfer, das Friedensopfer, das Sünden, das Schuldopfer und so weiter und so fort. Da wird der Priesterdienst erklärt. Und genau in diesem Abschnitt 2,1 bis 10 geht es darum, die Gläubigen sind ein geistliches Tempelhaus, sie sind ein heiliges Priestertum, ein königliches Priestertum, um Gott dazu bringen, geistliche Schlachtopfer. Das ist genau das Thema vom dritten Buch Mose. Dann kommt das vierte Buch Mose. Das ist das Buch der Wüstenwanderung. Wie das erlöste Volk nun durch eine schwierige Welt, durch die Wüste hindurchgehen muss ans künftige Ziel. Und genau der weitere Abschnitt, 2 Vers 11, wird gezeigt, wie man als Gläubiger einen treuen Wandel in dieser Welt führen soll. In allen möglichen Umständen. Gegenüber der Regierung, den Menschen allgemein, gegenüber dem Vorgesetzten, gegenüber dem ungehorsamen Ehemann und so weiter. Und das fünfte Buch Mose, das war die Abschiedsrede von Mose am Ende der Wüstenwanderung. Und da hat er nochmals das ganze Gesetz zusammengefasst und erklärt, wie man das dann im verheißenen Land anwenden muss. Ganz konkret. Und das entspricht diesem Abschnitt 3, Vers 8 und folgende, wo nochmals ganz dicht die wichtigen Dinge des christlichen Lebens vorgestellt werden. Als Abschluss. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und so weiter und so fort. Ja, und jetzt käme der zweite Teil, aber es ist schon 5 Uhr gewesen. Darf ich noch 10 Minuten anhängen? Geht das? Und wer auf den Zug gehen muss, darf ungeniert gehen. Das ist kein Problem. Oder was auch immer. Ja, die Bibelstudentage sind ja hauptsächlich Einführungen in Bibelbücher. Es geht ja nicht um eine Vers-für-Vers-Auslegung, obwohl wir das jetzt so ein bisschen in diese Richtung gemacht haben. Und jetzt kann ich eben das, so wie normalerweise gedacht, als Übersicht machen. In den weiteren Versen spricht Petrus über Christus, der für unsere Sünden gelitten hat. Vers 18. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist, in welchem er auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in welche wenige, das ist 8 Seelen, durch Wasser gerettet wurden. Jetzt kommt wieder ein neuer Zyklus, der entspricht dem ersten Buch Mose. Und da geht es jetzt hier um die Sintflut. 1. Mose 6 bis 9. Um Noah. Hier wird erklärt, der Herr Jesus hat gelitten. Und er ist als Mensch gestorben, getötet nach dem Fleische. Als Gott konnte er nicht sterben. Darum ist der Herr Jesus Mensch geworden. Getötet nach dem Fleische. Aber er wurde dann lebendig gemacht durch den Heiligen Geist am dritten Tag. Auferweckt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber lebendig gemacht nach dem Geiste. Und jetzt erklärt Petrus, in der Kraft dieses Geistes ist Christus hingegangen und hat den Menschen zur Zeit Noahs gepredigt. Wann ist das geschehen? Es gibt Ausleger, das hat auch Luther so gelehrt, Christus sei nach seinem Tod ins Totenreich hinabgestiegen zu den Verlorenen und habe ihnen dort das Evangelium gepredigt. Und die Allversöhner, die sagen, Christus hat dort den Menschen gepredigt und sie hatten noch eine zweite Chance nach dem Tod, um errettet zu werden. Aber die Wahrheit ist diese. Der Herr Jesus ging ins Paradies. Da, wo die Erlösten sind. Und er sagt dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber in 1. Mose 6 sagt Gott, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, der ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre.
Dann wird Noah berufen, die Arche zu bauen. Und Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. 2. Petrus 2, Vers 4. Noah hat durch die Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Aber diese Menschen waren ungehorsam, wie es hier steht. Welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Es geht hier übrigens nur um die Leute zur Zeit von Noah. Es geht nicht um alle alttestamentlichen Menschen. Und das waren nicht Leute, die nichts gehört haben, sondern das waren Leute, die hatten gehört. Noah hat 120 Jahre lang gepredigt. Das bedeutet nicht, die Menschen sollen jetzt nur noch 120 Jahre alt werden, denn nach der Sintflut wurden sie immer noch viel älter. Nein, das war 120 Jahre Zeugnis. Und dann kam die Sintflut und hat sie alle weggerafft. Und jetzt sind diese Menschen, das heißt ihre Geister, die sind im Gefängnis. Im Totenreich, wo sie warten auf das künftige Gericht vor dem großen weißen Thron. Offenbarung 20. Nun, der Herr Jesus hat diesen Geistern im Gefängnis, hat er gepredigt. Aber nicht, als er gestorben war, sondern zur Zeit von Noah. Nicht wahr? Wenn ich Hans heute das Evangelium erklären würde, morgen kommt er wegen einem Vergehen in den Knast, dann kann ich am Dienstag sagen, ich habe Hans im Knast das Evangelium verkündigt. Nicht, ich habe Hans im Knast das Evangelium verkündigt, sondern Hans im Knast das Evangelium verkündigt. Und hier wird gesagt, Christus ist in diesem Geist hingegangen und hat diesen Menschen, diesen Geistern, also diesen menschlichen Geistern, hat er gepredigt, sind jetzt im Gefängnis. Und warum macht er das? Weil er eine Verknüpfung machen will zwischen der Sintflut und dem, was am Kreuz geschehen ist. Er sagt nämlich im Weiteren, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Gegenbild, also ich lese nach der alten Elberfelder, die ist hier sehr genau, nicht alle Übersetzungen sind so genau wie da. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Gegenbild, griechisch Antitypos, heißt das ein anderes Bild für dasselbe. Aha, die Taufe ist ein Bild und das mit der Sintflut ist auch ein Bild. Nicht wahr? Bei der Taufe, der Täufling wird untergetaucht, das ist das Bild des Grabes. Ich bin mit Christus begraben in seinem Tod. Und er kommt wieder rauf, ist ja nur ein Bild, darum holt man die wieder rauf. Und das bedeutet, ich bin mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Und genau das Gleiche haben wir in der Sintflut. Die Arche ist ein Bild von Jesus Christus. Die Gläubigen, Noah und seine Familie, gingen hinein. Gott schloss die Türe. Die Arche ging durch die Wasser des Gerichtes. Das Gericht Gottes kam auf die Arche, aber die drin wurden verschont. Und so ist der Herr Jesus in das Gericht Gottes gegangen am Kreuz. Und diejenigen, die an ihn glauben, sie haben nichts von diesem Gericht gespürt. Und trotzdem können sie sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Sie sind in Christus und das Werk des Herrn Jesus am Kreuz, sein Tod, sein Leiden, wird ihnen zugerechnet. Also beides, die Sintflut und die Taufe, sprechen von dem Tod und der Auferstehung Christi. Und übrigens noch schön, die Arche landete am Schluss auf dem Ararat. Und das Datum der Landung, ich habe jetzt nicht mehr Zeit, um das genau darzulegen, ist exakt der gleiche Tag wie der Tag der Auferstehung. Im Neuen Testament. Der gleiche Kalendertag. Das ist gewaltig. Und eben, Petrus will den Zusammenhang herstellen zwischen Sintflut und Taufe, Totenauferstehung Christi. Und darum sagt er eben, Christus ist für uns gestorben, er ist im Geist hingegangen, hat den Menschen damals zur Zeit von Noah gepredigt, die sind jetzt im Gefängnis. Und eben die Taufe ist ein anderes Bild von diesem Tod und Auferstehung Christi, die das gleiche ausdrückt wie die Sintflut. Und er sagt hier, die Taufe ist nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches. Also da wird nicht plötzlich durch die Taufe das Böse in uns, das wir von Adam geerbt haben, ausgerissen. Das ist nur ein Bild. Nur, aber ein ganz besonderes Bild, denn Petrus sagt, die Taufe rettet euch.
Welches Gegenbild auch euch jetzt errette, das ist die Taufe. Merken wir, Petrus sagt nicht, die Taufe hat euch errettet. Er spricht zu Erlösten, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mit wesentlichen Dingen erlöst worden seid. 1 Vers 18. Aber hier sagt er, die Taufe rettet euch in der Gegenwart. Immer wieder. Ja, er sagt, die Taufe ist das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Und dieses Wort für Begehren kann man übersetzen mit Begehren, Abmachung, Verpflichtung. Der Täufling, und das betone ich ganz besonders, wenn ich Leute taufe, die zum Glauben gekommen sind, dass ihr macht jetzt eine Abmachung mit Gott. Euer altes Leben ist begraben, vorbei, darum werde ich euch untertauchen. Aber wenn ihr raufkommt, das bedeutet, jetzt will ich in einem neuen Leben mit dem Herrn Jesus leben. Das ist eine Abmachung vor Gott. Ihr verpflichtet euch vor Gott, aber ich möchte jetzt ein Leben führen, wo ich ein gutes Gewissen haben kann vor Gott. Und das hilft. Plötzlich kommt man in eine Situation und denkt, oh, ich muss mich entscheiden. Aber wenn ich diesen Weg wähle, dann komme ich letztlich wieder in mein altes Leben zurück. Und wenn ich mich so entscheide, dann kann ich wirklich einen Weg gehen, wo ich ein gutes Gewissen vor Gott habe. Was habe ich damals am so und so vielten bezeugt vor Gott, abgemacht? Ein gutes Gewissen. Ich wähle diesen Weg. Dann hat mich die Taufe in dem Moment gerettet vor einem falschen Weg. Und so rettet die Taufe jemand. Es ist ganz wichtig, also wenn jemand auch 20 Jahre noch nicht getauft worden ist nach seiner Bekehrung, dann soll er das noch machen. Das hat wirklich einen praktischen Einfluss. Es ist eine Abmachung und das ist eine Hilfe, um diesen Weg der Jüngerschaft zu gehen. Ja, und jetzt fasse ich einfach zusammen. In Kapitel 4, ab Vers 1 bis 6, spricht Petrus über das vergangene Leben in der Sünde. Und er sagt, jetzt ist es genug, dass wir so gelebt haben früher. Das entspricht dem zweiten Buch Mose, Israel in der Sklaverei in Ägypten. Aber dann kam ja die Erlösung. Und jetzt ist die Zeit der Sklaverei endlich vorbei, die Sklaverei der Sünde. Dann kommt ein nächster Abschnitt, Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Und da sagt Petrus, jeder Gläubige hat eine Gnadengabe empfangen. Und damit sollen wir Gott dienen. Interessant, der kennt ja die vielen Leute gar nicht, aber er sagt nicht, einige haben eine Gabe empfangen. Er sagt, ein jeder eine Gabe, eine Gnadengabe, griechisch Charisma, empfangen hat, dient damit Gott. Das heißt, jeder Gläubige bekommt mit der Bekehrung eine Gnadengabe. Es ist nicht etwas, das wir dann irgendwann mal nach 10 Jahren, plötzlich kommt es über einen und dann hat man eine Gabe. Oh, mit der möchte ich nichts zu tun haben. Nein, sondern Gott gibt bei der Wiedergeburt und beim Empfang des Heiligen Geistes, gibt er jedem Gläubigen mindestens eine Gabe. Und er sagt, dient damit einander. Und da haben wir das Thema vom dritten Buch Mose, da geht es um den Dienst für Gott. Und dann, ab Kapitel 4, Vers 12 bis 19, spricht Petrus über Verfolgung. Und da geht es um diese Christenverfolgung unter Nero. Und da haben wir das Thema des vierten Buches Mose, der Gang durch die Wüste mit all den Nöten und Bedrängnissen des Lebens. Und schließlich, Kapitel 5, ist eine allgemeine Ermahnung wieder an die Gläubigen, entsprechend dem fünften Buch Mose. Da erklärt er, wie Hirten in der Gemeinde sich verhalten sollen. Er spricht darüber, wie Jüngere sich gegenüber Älteren verhalten sollen, aber auch alle Gläubigen einander gegenüber. Wichtig ist, dass alle Demut zeigen und sich unter Gottes mächtige Hand beugen. Dann spricht er darüber, wie Satan die Gläubigen angeht als brüllender Löwe und wie wir ihm widerstehen müssen. Und schließlich in Vers 10 sagt Petrus, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt. Er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Also, er macht Mut, wir gehen durch Leiden, aber es ist der Gott der Gnade, der uns hilft, dass wir ans Ziel kommen. Und am Schluss grüßt er noch, Frau Petrus grüßt mit, es grüßt euch die Miterwählte. Ja, früher hat Petrus, ist er mit dem Herrn herumgereist und er sagt, wir haben Frau, Haus und Äcker verlassen und sind ihr nachgefolgt. Aber es war natürlich so, dass der Herr mit den Jüngern auch immer wieder nach Kapernaum zurückgekehrt ist. Und es war aber eine schwierige Zeit, aber offensichtlich später war das so, dass Frau Petrus ihn begleiten konnte. Und jetzt schreibt er diesen Brief und sagt, die Miterwählte in Babylon grüßt euch auch. In Babylon? Ja. Babylon. Gab es diese Stadt damals noch? Ja, natürlich. Und das war im Irak ein Ort, wo viele Juden lebten. Viele Juden dort. Babylon kann übrigens heißen die Stadt Babylon oder den Südirak im Allgemeinen. Und es gab dort im Südirak und sogar in Babylon selber viele Juden. Und das ist offensichtlich ein Hinweis, dass Petrus unter den Juden im Irak auch gewirkt hatte und so seinen Brief geschrieben hat in die Türkei. Es gibt viele, die sagen, ja, Babylon ist hier ein Deckname für Rom. Ja, das wäre nicht absolut unmöglich, denn Babylon in der Offenbarung, die später geschrieben wurde, ist ja ein Name für Rom. Aber warum braucht er einen Decknamen, wenn er da in öffentlich gewirkt hat in Rom? Muss er nicht einen Decknamen im Brief haben? Und so ist eigentlich durchaus naheliegend, dass er eben unter den Juden im Südirak gewirkt hat und von dort aus diesen Brief geschrieben hat.